Keine Ahnung. Ja, das kann führen wie bei Michael Austin Jackson. Austin Jones, dann geh doch, weiß ich nicht, direkt jemanden vergewaltigen. Das da hast mir halt du wenigstens was davon. Das sagst du mir bei... Vielleicht, ja. Obwohl ich ja, ich habe eine Postadresse gekauft, so ein Postflex. So eine Brieffirma in Panama. Nicht ganz irgendwo. Oh, jetzt habe ich ja angemacht, jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir, scheiße. Scheiße, jetzt habe ich ja auf den Wecker gedrückt, jetzt müssen wir aber endlich anfangen, Tino. Diese Steueroasen, ja. Ja, wusstest du eigentlich schon, dass ich das bin, wenn man immer hört, diese ehrenamtlichen Leute? Ja, das bin ich. Das bist du vor allem, ja. Ja, ich bin das, habe ich gerade erfahren. Ich arbeite nämlich ehrenamtlich bei Radio Lotte. Wir sind Ehrenämter. Also ich tu was Gutes für die Welt. Wir machen ein ehrenloses Amt. So, da wir das jetzt so wirklich schön eingeleitet haben, können wir jetzt sagen, hey, wir sind der Brennpunkt Internet und jetzt werden aber mal die Handschuhe eingepackt, denn jetzt wird es richtig ruppig. Aber richtig diese heute. Folge, wir machen mal wieder einen Rückblick auf die letzte Woche, was ging so ab, und es flogen reichlich die Funken hin und her. Aber hallo. Tino hatte seinen ganz eigenen Shitstorm, dazu aber gleich mehr. Ich möchte vorne an eine kleine Triggerwarnung nochmal senden. Die hatten wir hier in der ersten Radiofolge, aber heute auch nochmal, denn es wird hier wirklich wieder Vulgärvokabular in den Mund genommen. Tino nimmt vielleicht noch etwaige andere Gegenstände in den Mund. Der muss nämlich noch was trinken, der hat hier Kopfschmerzen und quält sich trotzdem für euch vors Mike. Ja. Also das will was heißen. Und ja, ich möchte sagen, wenn ihr das hier nicht aushaltet, dann schaltet jetzt ab. Jetzt habt ihr die Chance, wenn ihr wirklich keine Fäkalsprache wollt oder wenn ihr nicht wollt, dass wir schwarzen Humor anwenden, dann hört einfach weg. Also wenn ihr Wörter wie Ficken, Hitler oder Holocaust nicht leiden könnt, dann bitte wegschalten. Richtig, das ist eine sehr gute Entscheidung dann in dem Fall. Ich muss auch noch vorher ich gebe die Entwarnung, dass es jetzt hier zart wird. So. Richtig. Denn ich muss etwas ranten. Ja. Der letzte Rant ist erst 2 Folgen her, glaube ich, aber es gibt auch dieses Mal wieder einen neuen Ranten-Beitrag. Nö, ich weiß nicht, ob ich damit direkt einsteige, obwohl vielleicht, also wir haben reichhaltig Themen. Ich gebe mal einen kurzen Abbruch. Auch. Die letzte Woche Impftoleranz, pädophile YouTuber, dann gibt es natürlich meinen Rant, Tinos Shitstorm, eine neue Hymne für Deutschland und der Edeka-Boykott sind nur die großen Themen und es gibt noch viel mehr, also bleibt dran, liebe Leute, jetzt wird es saftig. Und natürlich auch bei dem ersten Thema, wo ich vielleicht mit meinem Rant einsteigen kann. Aber das ist hat auch nicht nur meinen privaten Hintergrund, sondern auch ganz Deutschland ist gerade in Wallung. Denn Jens spannt uns auf die Folter. Scheiße. Fuck nochmal. Ja, nein. Wir schneiden ja nicht. Wir machen hier professionelles Radio. Hast du auch mitgekriegt, oder? Jens Spahn? Dass er die Impfpflicht einführen möchte. Ja, das war erstmal ein Proposal, ein Vorschlag. Mhm. Also Leute, ne? Fahrt eure Vorhaut zurück, es ist noch nicht so schlimm. Man kann ja mal drüber diskutieren, aber im Zuge dessen hat sich einiges auch in meinem Privatleben aufgetan, weswegen ich auch einen kleinen Facebook-Post gemacht habe. Ich habe mich gewundert, was ist denn da jetzt passiert? Ja, ist jemand gestorben? Von jetzt auf gleich. An Lasern oder so. Ich habe in Facebook aufgerufen, Leute, wenn ihr Impfgegner seid, von mir aus, aber bitte ein ganz klein wenig mal Recherche verwenden, um vielleicht mal eine Gegenmeinung zu suchen und nicht immer nur Sachen googeln, die einen bestätigen. Mhm. Das war so mein Facebook-Post. Und der Hintergrund, hab ich geliked. Der Hintergrund ist folgendermaßen, ich dachte immer so, diese Leute, die so Videos teilen auf Plattformen wie zum Beispiel Facebook, wo es dann heißt, Impfen sollte verboten werden und Chemtrails und Verschwörungstheorien, das sind irgendwelche, ja, zu denen man überhaupt keinen Bezug hat. Ich sage jetzt mal klischeehaft irgendwelche Weimar West Sozialbauten oder sowas. Ja, ohne jetzt Weimar West zu beleidigen, weil da, also das ist nicht mehr nötig. Nee. Das machen die schon selbst. Nein, ich dachte immer, das sind solche Leute. Aber jetzt gibt es einen Fall in meiner Familie und da bin ich etwas vom Glauben abgefallen. Was ist passiert? Ich nenne hier keine Namen, aber eine Person in meiner Familie hat eben ein Tante solches... Tante Bertha, ne? Tante Bertha, was soll die Scheiße, dass du hier jetzt auch solche dummen Videos teilst und... Dann habe ich versucht, in den Dialog zu treten und diese Erkenntnisresistenz, die ich sonst nur aus dem Internet durch Hörensagen bekommen habe, ja, habe ich jetzt am eigenen Leib zu spüren bekommen. Und ich sage nur, Leute, seid nicht so ein dämlicher Haufen Scheiße. Nee, also wirklich, ich bin jetzt schon wieder in lustiger Laune, weil ich Tino sehe, da geht's mir immer gut. Ja, und ich habe euch hier am Empfangsbolzen, da ist auch die Laune gleich wieder ganz oben. Aber also vorgestern, als das passiert ist, habe ich echt gedacht, ich habe echt gedacht, es geht gar nicht. Verdammte Scheiße, ja. Wir leben hier in einem so guten Land,
Ich weiß, hier gibt es Probleme. Das weiß jeder. Hier gibt es Probleme, aber das gibt es in jedem Land. Außer vielleicht in Norwegen oder sowas. Da gibt es keine. Da gibt es keine. Die sind alle ganz glücklich. Aber uns geht's einfach zu gut. Irgendwelche Kack-Dritte Weltländer, wo die Leute im Dreck leben müssen. Und Sachsen zum Beispiel. Was? Ja, Sachsen. Zum Beispiel. Oder Bayern. Und irgendwelche Leute, die im Dreck leben müssen und an einem kleinen Schnitt im Finger verrecken, weil die keine Impfung kriegen gegen Wundstarkrampf oder so. Und hier meinen sich die Leute irgendwie aufregen zu wollen, uns werden Keime, also bitte informiert euch doch einfach mal. Ich habe das auch in letzten Brennpunkten schon ausführlich erklärt und so. Ich will jetzt auch nicht immer dasselbe erzählen. Ich wollte jetzt einfach nur noch ein bisschen Emotionen statt Fakten reinbringen, weil das ist ja Teil von so einem Rant. Nee, also es ist wirklich, es ist richtig, richtig dumm. Und für mich ist es nach wie vor einfach dieses, wenn du als Individuum nicht so viel hast, was dich irgendwie auszeichnet oder was du anstrebst oder was du den Tag über machst, was dich beschäftigt, dann gehst du halt darin auf in so einem elitären Wissen, du weißt mehr als die Allgemeinheit und du bist da einer heißen Sache auf der Spur und dann ist dir scheißegal, wenn Leute mit Fakten kommen. Ich kam dann wirklich im Privatgespräch mit so vielen Links, so viele Belege, ja. Und dann sage ich nicht mal hier, meine Meinung ist die richtige, sondern nur, guck dir bitte das auch mal an, um dir eine differenzierte Meinung bilden zu können. Wieso sind die Leute jetzt auf dem Level, dass sie eher den Leuten glauben, so ein witziger Mann in einem YouTube-Video, als irgendwie hunderte Jahre lang an medizinischer Forschung? Ja. Das geht mir so auf den Sack. Was sagst du dazu? Ja, das ist halt ganz typisch. Das fängt ja auch woanders an. Nicht nur Impfen, es geht ja um alles Mögliche. Wenn es um Asylkritik geht, wenn es um Islam geht oder solche Geschichten, da wird sich halt nicht informiert und nur von der einen Seite. Oder wenn es um Flacherdler geht. Es gibt so viele Verschwörungstheorien, wo Leute von einer Person auf YouTube lesen oder hören, dass die sagt, die Erde ist flach. Und sagen, es gibt auch Studien, die das und das belegen. Ja, es sind vielleicht 100 Studien, aber es gibt eine Million Studien, die das Gegenteil behaupten. Wie diese scheiß YouTube-Kanäle auch schon heißen, wenn die dann heißen irgendwie, der Himmel klärt sich auf oder die Wahrheit tritt ans Licht. So heißen diese Kanäle dann und da denke ich mir schon so, okay, was erwartet mich denn hier? Und dann gucke ich mir dieses Video an und denke so, okay, der ist gegen Impfen. Kann ich verstehen, ich verstehe die Sorgen der Menschen, da werden Krankheitsbakterien und Metall in dich reingepumpt. Das klingt erstmal sehr... Quecksilber. Ja, das klingt erstmal gefährlich, aber wenn man sich damit beschäftigt, ist es vielleicht gar nicht so gefährlich. Und dann gucke ich mir dieses Video weiter an, dann geht's ja und die Chemtrails und so und es ist so 10 Minuten so ein Rundumschlag gewesen und auch bei Chemtrails, ich überlege mir, was bringt das den Leuten, irgendwie Gift in den Himmel zu sprühen, den sie ja selbst auch als Himmel haben. Das sind doch keine Leute, die dann unterm Berg wohnen, die Echsenmenschen und in der Hohlerde. Was ist das für ein Bullshit? Ja doch, es gibt ja auch die Behauptung, dass diese Chemtrails die Menschen krank machen sollen. Und diejenigen, die das wissen, also die das verursachen, diese Chemtrails oder in Auftrag geben, dass die das Gegenmittel haben. Zum Beispiel, es gibt ja ganz obskure Theorien darüber. Und es klingt immer so logisch, wenn du den zuhörst, aber das, ja, sie bauen sich halt wie sagt man denn? Sie bauen sich ihre Geschichten aus den angeblichen Fakten drumherum, weißt du? Ja, das alles, was gut ins Bild passt, passt gut richtig, ins Bild. Suchen oder sich Fakten zur Not für ihre Geschichten. Zurechtgeklüppelt. Ja. Aber ohne Spaß, ich verstehe auch die Punkte dann von wegen die Pharmaindustrie und so. Ja? Verstehe ich auch, dass die daran verdienen. Ist ja auch aber, richtig, ja. Aber die verdienen mehr daran, wenn du krank wirst, als wenn du dich impfst und nicht krank wirst. Ja, ja? Das ist es ja eben. Und dann heißt es auch von dieser Person, wie gesagt, meine Familie, meine Nase, ja, die funktioniert nicht, ich rieche nichts und bisweilen bin ich auch verstopft unterwegs. Weil du geimpft bist. Ist die Argumentation gewesen. A, gibt es dafür keinen direkten Beweis. Und B, es gibt überhaupt keinen Beweis. Es ist erstmal nur irgendwie ein Verdacht oder eine These oder was auch immer. Und B, selbst wenn es so wäre, wäre mir immer noch lieber eine verstopfte Nase zu haben, als an Masern zu verrecken. Ja. Und deswegen ist diese ganze Scheiße so lächerlich. Klar, gibt es auch irgendwie 1 zu 1 Million ist, glaube ich, der Punkt, dass du oder die Chance, dass du eine Reaktion hast, wenn du geimpft wirst. Aber dann denke ich mir auch noch, okay,
das ist dasselbe, wie wenn man über eine Brücke gehen will, wo unten Lava ist oder so. Und dann sagt man, nee, ich versuche lieber durch die Lava zu schwimmen, weil die Brücke könnte ja einstürzen. Genau, ja. Das ist so ein Bullshit, ohne Spaß. Ich bin dafür dankbar, dass ich am Anfang des Jahres in Palma sein konnte, in einer Wohnung, wo eine Person Keuchhusten hatte und ich keine Angst haben musste, Keuchhusten zu bekommen, weil ich nämlich dagegen geimpft bin. Ja. Danke, Mama. Es hat funktioniert tatsächlich, die Impfung. Es war kein Fake, es war nicht nur Quecksilber, sondern es war tatsächlich eine Impfung. Ja, offensichtlich. Also, wie gesagt, es geht mir weniger noch darum, dass die Leute sagen, ich bin dagegen, sondern dieses Verbohrte, ich beschäftige mich nicht mal mit Sachen, die vielleicht in eine andere Richtung denken. Ja, du hörst ja auch immer dann diese Argumente von wegen, ja, aber selbst wenn man sich nicht impft, das ist doch nicht so schlimm, das ist doch dann nur schlimm für die nicht geimpft sind. Da kickt dann die Herdenimmunität rein, ja. Weil alle, die nicht geimpft sind, die sind ja auch ein höheres Risiko für die Leute, die gar nicht geimpft werden können. Genau, so Immunkranke oder Säuglinge, solche Geschichten. Und das war auch so ein Punkt, ich sage, Herdenimmunität ist ein Begriff für dich, oder? Ja, na klar, kam dann zurück. Was ist denn das? Das ist halt kein... Ja, kenne ich. Aber es geht schon wieder viel zu lang. Ich wollte nur mal kurz ein bisschen Dampf ablassen, bevor du das auch machen kannst, weil bei dir ging es ja auch heiß her. Ja, aber ich finde, der Rentenbeitrag war sehr wichtig. Es ist ja auch ein großes Thema gerade. Ja. Wie gesagt, Jens Spahn, und da muss man auch dazu sehen, Jens Spahn hat vorgeschlagen, Masernimpfung zur Pflicht zu machen und ansonsten zur Strafe stellen mit 2.500 Euro. Ja. Da geht es nicht um eine allgemeine Impfung, also Impfpflicht, dass du jede Impfung, die es irgendwie gibt, in dich reinpumpen musst. Ja. Es geht nur Masern. Um eine einzige Impfung einer Krankheit, eine Krankheit, die ausgemerzt war und jetzt wiederkommt, weil die Leute dieses kollektive, ich bin ja so alternativ mit meinem Wissen, ich mach mir ein paar Schüsslersalze rein und gebe mir ein bisschen esoterische Öle auf die Haut, Globuli. Das geht schon, ja. Globuli in die Augen stecken. Nur so eine Scheiße. Ja. Und deswegen kommen die Masern jetzt wieder. Die waren in so vielen Ländern ausgemerzt und jetzt sind sie wieder da. Danke dafür. Und diese eine Impfung wird man doch wohl über sich ergehen lassen können. Und es ist nicht traurig, dass Jens Spahn jetzt zur Kalionsfigur wird für diese Praktik. Dass er der sein wird, der das einführt. Was ich auch gut finde. Er macht nicht nur gute Sachen, der Jens Spahn. Ja, aber da muss ich sagen, das war mal eine coole Die Merkel hat übrigens Geschichte. Auch schon Support dafür geäußert. Der Punkt ist ja auch, es ist erstmal nur ein Vorschlag, dass die Leute auf die Barrikaden gehen. Und ich spreche hier auch von meinem privaten, familiären Umfeld. Wegen diesem Vorschlag, ja, weil da jemand sagt, vielleicht sollte man eine Krankheit wieder zurückdämmen, bevor sie ganz ausbricht, weil sie ist nicht schön. Da gibt's Tote, da gibt's ekelhaft Verstümmelte dadurch sogar. Also ist nicht geil. Egal. Das kostet ja auch alles. Können wir, glaube ich, zusammenfassen. Geld. Aufstehen gegen Leichtsinn. Richtig. Das hätte Samuel Koch bestimmt auch gesagt. Und deswegen... beschäftigt euch zumindest mal damit. Ich will jetzt auch echt nicht hier den Hitler raushängen lassen und sagen, ihr müsst euch definitiv impfen oder so, aber bitte einfach ein bisschen auch mal was Hitler auch gesagt hätte, ihr müsst euch impfen. Ja. Meine Fresse. Gut, ich habe noch eine nächste Überschrift. Habe ich die Überschrift überhaupt gesagt? Moment. Ach ja, das mit Jens Spahn war ein super Wortspiel. Habe ich überhaupt nicht verkackt. Nächste Überschrift. Kommen wir direkt zu deinem Leidensthema diese Woche. Tino demonstriert. Ich Unwissenheit. Ja. Kann man so zusammenfassen? Nee, also so schlimm fand ich es von dir jetzt nicht. Ich auch nicht tatsächlich. Also ich, wo fange ich an, Also ich weiß auch nicht. Erklär erstmal, was ist passiert. Naja, also ich war auf einer Demo, hier in Weimar. Wir hatten drüber gesprochen. Das war die Demo, als wir die letzte Sendung aufgenommen haben. Richtig. War die kurz danach und ich habe so gesagt, oh nee, habe ich keinen Bock drauf. Es ist doch immer dasselbe, so die halbe Stadt gegen 20 so es war doch nur besorgte 20. Bürger. Ja, es war doch nur 20, ja. Ich war dann auch nur spontan dort, ich wollte eigentlich nicht hingehen, aber dann hieß es von dem Veranstalter, ja, komm mal vorbei so, wir brauchen einen von euch. Und jedenfalls stand ich dann ganz vorne an der Barrikade da und wollte ein bisschen mir die Klatzen angucken, so ein bisschen Safari-mäßig. Ja. Und dann stand ich halt da, meinem Fähnchen, meinem Anzug, habe ich gefreut und mir war übelst kalt und du hast nichts gehört, weil alle rundherum haben natürlich gepfiffen und geschrien. Ja. Und so, na, zieh's raus, zurecht. Und dann kam halt so ein Mann, den ich halt nicht kannte, Es war irgend so ein Interviewer, aber offensichtlich von P-News. Die hatten auch irgendwie so einen Aufkleber auf der Kamera oder was. Man kann gewissermaßen auch sagen, er ist ein YouTuber, der hat nämlich 50.000 Abonnenten und lädt täglich solche Videos hoch, wie er da erstellt hat. Er ist halt Journalist, in Anführungsstrichen, er ist eigentlich vielmehr ein Meinungsblogger. Und er machte sich zur Aufgabe, mit ganz verschachtelten Suggestivfragen. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Die Leute zu verunsichern. Und eigentlich, ich bin seit fast 8 Jahren in der Partei, Ich gebe Interviews ohne Ende. Ich bin bekannt als
Rhetorikchef, ja. Ich bin immer redegewandt, sagt man mir zumindest nach. Und auf einmal kommt das so. Es war so, er kommt auf mich zu, wir unterhalten uns. Ich habe seine Fragen nicht verstanden, also akustisch nicht, ja. Rechtfertigungslord. Ja, also. Nein, ist ja korrekt. Nee, also ich finde das Video schon zu schauen relativ anstrengend. Ja. Das Mikrofon filtert die Geräusche relativ gut raus. Ja. Aber da komme ich auch noch zu einem anderen Punkt, den ich. Also ich finde beide Seiten in dem Fall nicht so geil. Also ja. Dich jetzt vielleicht mal ein bisschen ausgeklammert. Dass da komplett getrötet wird, dieses komplette Video über, hört man nur Tröten im Hintergrund. Die wollten ihn halt nicht da haben, so. Ja, ist schon richtig. Erst haben ja auch diese jungen Mädchen und die Jungs mit ihm gesprochen, die ja sowieso ganz nicht so wirklich wussten, wie sie umgehen sollten damit und haben ja wirklich so ein bisschen, naja, sie wussten nicht zu antworten, so. Ja. Und da kam halt auf mich zu, man dachte, okay, der hat vielleicht ein bisschen Ahnung und, ich habe, wie gesagt, nichts verstanden. Ich wurde bitter enttäuscht. Ja, die haben getrötet, die haben gepfiffen. Ich hab nur so Schlagworte gehört, so AfD, Nazis, Israel. Und ich so, ich habe auch dreimal nachgefragt manchmal, dann war es mir aber auch zu blöd. Da habe ich dann gesagt, da habe ich dann eigentlich recht gut geantwortet. Aber bei einer Frage habe ich nur verstanden, AfD hinter Israel. Hm. Das hat mich ein bisschen getriggert. Und dann habe ich dann gesagt, ich habe gesagt, die Muslime sind die neuen Juden. Mhm. Das war meine Aussage, die ich da getätigt habe. Und die war ja völlig fehlgegriffen. Was ich eigentlich sagen wollte war, dass damals gegen die Juden gehetzt worden war und dass die an einem schuld waren. Und heute sind es halt die Moslems, auf die gehetzt wird und die an einem schuld sein sollen. Muss man sagen, ist natürlich ein wenig eine überspitzte und provokante Aussage, aber richtig. Ist jetzt nichts, wo man vielleicht einen Strick draus drehen könnte. Es ist eine Relativierung, das stimmt, aber meine Aussage war halt, dass es hat ja auch nicht mit Gaskammern angefangen bei den Juden, ja. Es fing ja auch an mit, sie durften nicht mehr verkaufen und sie wurden angespuckt auf der Straße und missachtet und diskreditiert von den Parteien und von der NSDAP. Und das wollte ich eben rüberbringen. So, guck mal, pass auf. Er hat mich auch gefragt, warum ich hier bin. Da habe ich gesagt, okay, ich erkenne gerade, also was ich in meinem Kopf mir gedacht habe, ich erkenne gerade, dass hier gehetzt wird gegen eine Volksgruppe in Deutschland, die muslimischen Glaubens ist und wie es damals bei den Juden war, dass es auch gegen die aufgehetzt worden ist. Das war meine Kernaussage, die ich treffen wollte. Was sagt der dumme Tino, weil er sich selber nicht gehört hat, weil er überfordert war, Moslems sind die neuen Juden. Das kann man halt echt nicht sagen. Aber ich habe es auch in dem Moment gar nicht so geschnallt. Ja. Dann war das Interview vorbei. Dann hat er auch direkt dann das Mikrofon wieder weggezogen, als ich das ausführen wollte. Mhm. Ich wollte halt noch dann dazu sagen, ja, damals wurde halt gehetzt gegen Juden und das ist übertragbar auf die heutige Situation mit den Muslimen. Und jetzt vielleicht noch zum Verständnis für die Zuhörer, an denen das komplett vorbeigegangen ist, warum das jetzt überhaupt so groß ist. Denn das Video wurde natürlich auch hochgeladen auf seinem Kanal. Da hat es gestern Abend, als ich geguckt habe, irgendwie 120.000 Aufrufe gehabt, aber auch von irgendeiner... Ich habe mehr Aufrufe, aber okay. Von irgendeiner Person auf Facebook in irgendeiner Gruppe, ne? Ich weiß nicht genau, wurde es auch reingepostet. Und da haben sich aber die Leute, das wurde 10.000 Mal alleine in Facebook gestern Abend, also wahrscheinlich heute noch viel mehr, geteilt. Und die Leute zerreißen sich das Maul über die dumme Generation und so. Mhm. Und dadurch ist es ja so groß geworden. Und ausgerechnet dieses Interview, ja, er macht das ja irgendwie jede Woche, macht das mit irgendwelchen, auf irgendwelchen Demos. Und das Video wird zum viralen Hitler. Ja. Und ausgerechnet in dem, wo ich halt mal keine gute Figur mache. So, da habe ich halt voll geärgert. Und es war am Abend des Livestreams, wo ich bei dir war. Ja. Und wir waren von um 7 und von, weiß ich nicht, um 8 oder so bis Mitternacht waren wir halt im Stream ungefähr. Und als wir dann ausgemacht hatten, gucke ich auf mein Telefon und lese tausende Nachrichten. Ich wurde da markiert. Was hast du gemacht, Tino? Und dann hieß es, fühlt sich gut an, dann oder? Hieß es irgendwie, genau, ich wurde in der Partei, wird über mich diskutiert, intern und so, und ich dachte, oh fuck. Dann irgendwas mit Gruppe rausgeworfen, ich dachte, scheiße. Aber ist nicht passiert, es waren andere, die mich angeschwärzt haben, wurden rausgeworfen. Ist auch AIDS, intern, ist auch egal. Ist auch AIDS, hat er gerade gesagt. Ist auch AIDS, genau. Und ich war völlig überfordert, ich musste noch eine Rechtfertigung schreiben, weil ich auch gefragt worden bin, Tino, was war da passiert? Und ich habe dann halt einen langen Post geschrieben in die internen Gruppen und noch einen verkürzten auf meine Facebook-Seite, habe dann halt geschrieben, wie es gemeint war. Und die Leute hören einfach nicht auf. Und ich kriege immer noch Nachrichten, hier hast du das Video schon gesehen. Dann markieren die mich unter dem Video bei Facebook, dass alle Nazis wissen, wer ich bin. Toll, danke, liebe Freunde von mir. Und das war alles sehr überfordernd.
Und ich entschuldige mich für diese Formulierung, aber an sich fand ich es nicht so schlimm. Ich glaube, der Hauptfokus lag auf den Leuten, die vor mir gesprochen haben. Ja, das hat das schon angeheizt, diese Richtig. Stimmung, die dann... Weil die 13-, 14-jährigen Mädels, die auch verpixelt wurden und ich nicht, halt immer gesagt haben, keine Ahnung hier, keine Ahnung da. Und das war halt, glaube ich, das Hauptaugenmerk, warum es so oft geteilt worden ist. Ja. Hier das war also mein viraler Hitler. Dein viraler Hitler, dazu jetzt hier meine differenzierte Analyse. Ja, tu es. Also wie gesagt, ich finde in dem Fall beide Seiten etwas dumm. Wobei man auch sagen muss, und das ist auch so ein Hauptpunkt, das ist ein, weiß ich nicht, ich würde sagen 50-jähriger Mann, der sich quasi damit profiliert, dass er ein besseres oder umfangreicheres Wissen hat als Jugendliche. Dieser Aufhänger alleine ist für mich schon ein bisschen dämlich. Gut, jetzt mal dich ausgenommen, du hast da auch sehr, aber du hast jetzt ich auch, bin erwachsen. Du hast ja auch ein bisschen anders geredet als die anderen so. Und schon alleine, wie du es auch gesagt hast, die ganzen Suggestivfragen, ich habe ja auch ein paar rausgeschrieben, denn, also auch nochmal voran, man hat diese Videos schon so oft gesehen, man kann die Videos auch mit der Gegenseite machen, deswegen, die sind halt so unaussagekräftig, einfach nur so populistisch, guckt mal hier, jeder springt drauf auf, ja, oh, übelste Trottel und so, wo ich auch die Kommentierenden kritisieren muss, wie dämlich das ist, irgendwie da so vier Leute sprechen zu hören und dann zu sagen, oh, die ganze Generation, das ist die Generation, ich lebe vegan, das sind alles Trottel, hier, Beweisstück A, das ist halt Bullshit, das sind vier Leute, drei davon minderjährig, ja, die einfach im Affekt ein bisschen geredet haben. So. Ja. Für die Podcast-Hörer, ich verlinke das Video vielleicht auch, na, weiß ich nicht, eigentlich will man dem auch keine Klicks schenken, ja. Weiß ich nicht. Ja, ist auch egal. Mal gucken. Auf jeden Fall, die Suggestivfragen ist, was in islamischen Ländern los ist, ist euch schon bekannt, ne? Das suggeriert ja schon, da müsste etwas Schlechtes los sein, was natürlich auch stimmt, denn auch wir hier im Podcast haben sehr viel schon über Saudi-Arabien und so berichtet und auch ich würde zum Beispiel sagen, die Aussage von der einen, dass man den Islam nicht kritisieren soll, ist ganz großer Quatsch. Ja, ja, klar. Den sollte man definitiv kritisieren, so wie man alles kritisieren sollte. Genau. Aber so dieses völlig Voreingenommene von beiden Seiten halt, das ist halt überhaupt nicht sinnvoll. Und da muss ich jetzt die meiste Kritik eigentlich aussprechen zu den Leuten, die da im Hintergrund tröten. Weil das ist meiner Meinung nach genau der falsche Ansatz. Eigentlich müsste man komplett still sein kurz, weil, mein Gott, wenn da jetzt fünf Minuten die, was auch immer jetzt, Nazis, besorgte Bürger oder Patrioten, wie man es auch nennt, dann können die halt mal fünf Minuten ordentlich ihre Dings machen, ohne dass Lärm kommt. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Haben sie ja irgendwo auch ihr Recht zu, sage ich. Und wenn man dann vielleicht fünf Minuten irgendwie sich wirklich sachlich mit dieser Sache auseinandergesetzt hätte und alle hätten sich darauf konzentriert, statt nur irgendwie zwei 12-jährige Mädels, die vorne dran stehen, das wäre vielleicht etwas fruchtender gewesen als dieses Untertröten. Ach, und über Islam. Ja, und dann, ja, die Ansage war ja auch vom Veranstalter der Gegendemo, dass wir nicht reden sollen mit ihm. So, lasst den mal, ja, aber das ist doch eure Entscheidung. Also ich hätte auch mit ihm geredet, definitiv. Ja, ja. Also keine Ahnung, aber hier, ich habe noch einen anderen Satz, die Terroranschläge machen euch keine Sorgen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Nein, also da muss ich auch dem werten Herrn jetzt sagen, nein, das ist halt Bullshit. Also ich verstehe, dass Leute Angst haben, aber nach wie vor ist es so, dass es so unwahrscheinlich ist, dass du von einem Terroranschlag das Opfer bist. Warum sollte ich mir rational Sorgen machen? Natürlich finde ich die scheiße und natürlich sind Menschen dumm, die Terroranschläge machen, aber warum sollte ich persönlich jetzt große Angst davor haben? Schon alleine von den Zahlen her. Da sollte ich mehr Angst haben, mit einem Flugzeug abzustürzen oder so. Und selbst da sind die Zahlen eigentlich selbst wenn sehr man, gering. Wenn man nicht fliegt, ja, ist die Wahrscheinlichkeit höher wahrscheinlich. Selbst wenn man mit diesem neuen Modell, was da jetzt permanent abstürzt, fliegt, ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer, als in einem Terroranschlag zu sterben. AfD warnt vor Judenhass des Islams. Wie passt das mit Nazis zusammen? Ist genau, auch noch so ein Zitat gewesen. Und dann muss ich auch fragen, seit wann wird denn Nationalsozialismus durch Judenhass definiert? Ja. Das ist doch auch Bullshit. Da ist doch überhaupt kein Zusammenhang an sich. Klar, im Dritten Reich gab es den Judenhass. Aber ich kann doch auch Juden super finden, solange sie außer meinem Land sind. Und sobald sie zu mir reinkommen, kann ich in die Fresse rausschlagen. Ja. So. Und dann bin ich vielleicht ein bisschen Nazi. Und ist auch egal, ob es Juden sind. Ich kann auch Schwarze vielleicht ganz okay finden. Und dann kommen die in mein Land und dann trete ich in die Kniescheiben raus. Genau. Dann bin ich halt auch nicht so cool. Und es siehst auch an diesen Fragen, dass er halt kein Journalist ist, ja. Also er ist ja wirklich ein Meinungsblogger. Und ich habe ihm auch eine private Nachricht geschickt, so, habe dann so gefragt, ja, wir haben uns unterhalten so und es war ganz interessant, aber wie kommen Sie denn dazu, sich Journalist zu nennen mit solchen Suggestivfragen? Und Sie sind doch eigentlich eher ein Meinungsblogger. Wenn Sie Journalist, dann würden Sie ja neutral schreiben, aber Sie haben ja auch auf der Demo, wo Sie berichtet haben, ja auch eine Rede gehalten. Das machen halt Journalisten eigentlich nicht. Aber es kam keine Antwort.
komisch. Das, aber das Lustige war auch noch, ein paar Kommentare, die ich gelesen hatte, zum Beispiel, da hat einer geschrieben, das waren keine Weimarer, das sieht man doch und hört man doch, so wie die reden, die wurden aus dem Westen rüber gekarrt. Weil wir nicht Ostdeutsch sprechen. Und ich sitze davor und denke mir, hallo, ich bin aus Weimar, so. Geil. Und noch einer, das fand ich auch, das hat mich so ein bisschen gerettet, also für mich den Abend, dass ich nicht ganz so kaputt war, dass der geschrieben hat, ja, die hatten ja alle überhaupt keine Ahnung, außer der mit dem Bart, der weiß zumindest, wovon er spricht, auch wenn ich mit ihm nicht zusammenkommen würde. Nice. Da dachte ich, okay, das ist dann, noch, da das war ist, ich ja nicht ganz peinlich. Das ist differenziertes Denken, das gefällt mir. Richtig. Dass man nicht sagt, das ist ein Vollidiot, auch wenn ich nicht seiner Meinung bin. Ja. Das finde ich ganz geil. Und Grüße gehen raus. Um auch nochmal von mir jetzt differenziert, weil ich jetzt sehr viel gegen den Interview-Menschen da, Meinungsblogger, Journalist, was auch immer, gewettert habe. Ich muss nochmal. Stutzenberger oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich muss trotzdem nochmal gegen die Gegenseite haten, denn für mich war auch so das Dümmste, was man machen kann. Er fragt, was habt ihr gegen die Leute da drüben? Und dann kommt einer und schreit ins Mikrofon, weil das alles Hurensöhne sind! Und das ist wirklich das Dümmste, was du machen kannst. Es bringt keiner Seite, was sich gegenseitig als Hurensohn zu bezeichnen. Es sind halt die jungen Leute so, die Stimmung ist aufgestachelt auf so einer Demo. Aber und da so. Verstehe ich halt dann auch, wenn Leute kommentieren, oh, guck mal, die sind völlig indoktriniert. Ja. Gibt es halt auf beiden Seiten völlig indoktriniert sein. Dieses Undifferenzierte, das sind einfach nur Hurensöhne. So leicht ist es halt einfach nicht, Leute. Ja. Das sind Oma Gerda, die bei Pegida mitläuft, ist nicht ein Hurensohn. Die ist halt einfach vielleicht ein bisschen uninformiert und ängstlich und so. Und vielleicht kann man der mit einem Dialog eher die Angst nehmen, als du bist ein Hurensohn. Ja. Ja, ich sehe es genauso. Ich bin ja auch immer so ein bisschen sich austauschen und reden, weil ich nämlich glaube, dass insgesamt die Leute auf der rechten Seite verlieren bei solchen Diskussionen, wenn es wirklich um sachliche Argumentationen geht. Na gut, jetzt haben wir uns aber ganz schön heiß geredet. Schon eine halbe Stunde um und wir haben nur gehatet hier. Ja, wir wollen stimmt. mal wieder ein bisschen lustig werden. Ja. Kleinen witzigen Fakt zu dem Video vielleicht noch. Es hat für mich die beschissenste Zensur, die ich je gesehen habe. Es gibt nämlich einen so einen Typen, der dann sagt, ich möchte in keinem Bild zu sehen sein. Und dann wird halt so ein riesengroßes Viereck drüber gemacht, was aber nicht auf seinem Gesicht bleibt, sondern so immer wieder zur Seite rutscht. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist. Auf jeden Fall hatte das für mich einen großen humoristischen Aspekt. Nice try. Ja, richtig gut. Also, wir haben noch, also bevor wir jetzt zum großen Ethika-Thema kommen, glaube ich. Oh ja, das habe ich auch als nächstes. Habe ich noch, Bodo Ramelow möchte eine neue Nationalhymne einführen. Ich werde nicht müde zu sagen, ich habe gestern Abend so eine richtig geile Alde wecke, Bodo Ramelow. Ist einfach mein Lieblingswortspiel in letzter Zeit. Und da kommen wieder viele hysterische Reaktionen von anderen Politikern. Ja, wir haben andere Probleme und so. Ja natürlich, wir haben auch nur Platz für ein Thema immer. Ja, wir können ja nicht über alles diskutieren, immer nur ein Thema. Bodo Ramelow möchte einfach nur Ost und West vereinen, weil er halt merkt, dass die Leute sich nicht mehr so richtig trauen, diese Hymne zu singen, aus Angst abgestempelt zu werden. Und auch er hat Probleme, so ein bisschen mitzusingen. Und er ist nicht textsicher, deswegen will er jetzt den Song ändern. Ja, kann er sich einfach nicht merken. Und die AfD fängt jetzt an, die erste Strophe zu singen mit Deutschland, Deutschland über alles und so. Da würde er einfach dem gerne entgegenwirken, weil es ja auch die Nazis schon gemacht haben. Und hat vorgeschlagen, Rechtskinderhymne zum Beispiel. Richtig, das habe ich auch, wir haben das nämlich noch nicht vorgelesen, meine geile Überschrift. Sorry. Neue deutsche Hymne, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Aber ich muss sagen, es gibt auch schon eine neue Hymne von Stefan Raab, gesungen von Vera May Bentley Krause. Kennst du die? Ach, ich liebe deutsche Land. Ich liebe deutsche Land. Ich liebe deutsche Frau. Ich liebe deutsche Kind. Großartig. Also ich muss sagen, Deutschland, Großartig. Also das ist halt so ein Thema, was ich nicht unbedingt brauche. Also damit habe ich keinen Bezugspunkt. So. Ich sage, okay, wir haben gerade vielleicht größere Probleme als das. Neue Hymne, keine Ahnung. Ich glaube, Deutschland könnte vielleicht eher ein neues Hymen gebrauchen, so viel wie das in der Vergangenheit gefickt wurde. Ja. Und das deswegen... Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, weil es mir halt einfach egal ist. Ja. Aber dann wäre ich für irgendwas Hippes. Das wäre doch mal progressiv. Rammstein mit Deutschland oder ja, so. Stimmt. Das wäre progressiv. Meine Liebe kann ich dir nicht schenken. Stell dir das doch mal vor, ohne Spaß. Das wäre eigentlich ganz geil, so in einem Stadion, Fußball-WM, ne? Ja, hier alle mit ihrem. Deutschland! Deine Liebe! Das ist ja das Gute an dem, oder ja, weiß nicht, das Gute in dem Moment vielleicht nicht, aber das Geile an dem Song, dass das schon dieses Deutschland, das klingt erstmal wie, jetzt marschieren sie auf, aber so ist es ja nicht gemeint. Und das wäre geil, so einen richtig geilen, gibt's das schon bei einer WM, dass so eine Fußballmannschaft mit so einem richtig geilen Rocksong reinkommt? Eigentlich nicht. Nee. Da halt könnt ihr mal Flagge zeigen, wortwörtlich. Ja. Das wäre geil. Aber ich bin immer noch für Stefan Raabs, und nicht für Stefan Raab, ist auch geschrieben von dieser Vera May Bentley Krause, ich liebe das deutsche Land, werfe ich mal so in den Raum.
Ja. Herr Ramelow. Die vorgeschlagene neue Hymne ist ja von Bertolt Brecht geschrieben, die Kinderhymne. Ich kann die auch vielleicht mal kurz vorlesen, die ist jetzt nicht so lang. Die wurde auch von Kinski mal gesungen, glaube ich, von Klaus Kinski. Geiler Typ. Hm. Dann müssen wir die nehmen. Ja. Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe wie ein anderes gutes Land. Dass die Völker nicht erbleichen wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin. Und nicht über, nicht unter anderen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. Hier, also es ist immer die Punchline sozusagen am Ende jeder Strophe. Wir sind so gut wie jedes andere oder versuchen unser Bestes wie jedes andere Land. Finde ich vom Gedanken her ganz schön. Den deutschen Geist wieder auch, ne? Finde ich ganz schön. Also es ist im Prinzip Deutschland über alles, aber nur so weit, wie die anderen sind, weißt du? Von daher hat man hier vielleicht einen gemeinsamen Nenner. Ich merke gerade, es ist schwierig, weil wenn die singen, vom Rhein bis zur Oder, wir wissen ja gar nicht, ob wir noch expandieren, ja, dann wird es ja wieder schwierig. Oder jetzt letztendlich doch mal Griechenland kaufen. Ich bin ja seit Jahren ein Verfechter. Ja. Dann hat sich die Misere da endlich gelöst. Ich denke auch. Und dann müssen wir den Text auf jeden Fall anpassen, vom Rhein bis ans Mittelmeer oder so. Zum Beispiel. Bis nach Thessaloniki. Also ich bin für eine neue Hymne, kann man mitnehmen. Irgendwas, ich hatte auf Twitter gesagt, Samen im Darm von Die Ärzte fände ich witzig. Ja, stell dir einfach vor, mir ist so warm im Darm wegen deinem Samen im Darm. Völlig egal, ob das auch du dich. Völlig egal, ja. ob das was irgendwie mit Deutschland Bezug hat oder so. Einfach die Vorstellung, ja, wir würden international auf Platz 1 der Hymnen, weil die Leute, das wäre ein Meme, das würde so durch die Decke gehen. Ha, guckt mal, die Deutschen, die singen Samen im Darm. Ja. Ich glaube auch die ganze LLBTYXYPTG-Gruppe. LGBTQ+. Ja, selbst die würden das gut finden, weil Samen im Darm ist immer schön. Stimmt, für alle eigentlich. Auch Heterosexuelle können ja Samen im Darm haben. Das ist korrekt, aber das Lied von den Ärzten ist schon, wir drei Boys untereinander machen homosexuelle Leidenschaft. Ja. Also guter Song, ist mein Votum auf jeden Fall. Kommt auf die Playlist. Ja. Die wir nicht haben. Ich habe mir überlegt, so zumindest für den Upload bei wie heißt das, Internet, auf unserem Kanal Brennpunkt Internet. Wir sind jetzt übrigens auch bei Spotify. Wenn ihr das jetzt gerade bei YouTube hört, könnt ihr das auch bei Spotify tun. Richtig. Unterwegs. Aber man kann auch, ehrlich gesagt, Lifehack, Leute, passt auf, jetzt kommt ein Lifehack. Ihr könnt auch YouTube unterwegs hören. Wenn ihr die Qualität ganz runterstellt bei YouTube auf 144p, dann wird die Soundqualität nicht wirklich schlechter und es verbraucht so fast keine Daten. Erst recht nicht bei einem Podcast, der kein Bewegtbild hat. Lifehack. Also, ihr könnt auch die Audiospur runterladen. Ja, das geht auch. Auf jeden Fall sind wir auf Spotify, sind jetzt alle Folgen da. Kann man da Leuten folgen oder Playlisten folgen oder ja, so? Ja, man kann folgen und so, ja. Dann macht das jetzt sofort. Wir können auch wie Fest und Flauschig, der erfolgreichste Podcast der Welt, können wir auch eine Playlist aufmachen für Spotify, wo wir immer so Songs draufsetzen. Nein. Keine Ahnung, wie das funktioniert, kann man mal drüber nachdenken. Was ich sagen wollte, ich könnte ans Ende von den Uploads auch mal Lieder einspielen, theoretisch, die vielleicht auch copyright-frei sind und so. Das geht bei Spotify, ja. Nee, ich rede jetzt nur von YouTube. Aber mal schauen, war jetzt nur so ein Gedanke. Wenn wir irgendwas Passendes haben, ich höre zur Zeit wieder so ein bisschen Früchte des Zorns und so, die haben da sicher nichts dagegen. Gute Leute. Aber egal. Ach so, übrigens, wollte ich auch noch erwähnen, wir bezahlen jetzt irgendwie 10 Euro im Monat oder Dollar, ich weiß es gerade gar nicht, für diese Spotify-Scheiße. Von daher, kauft uns doch gerne als Podcast. Brennpunkt Hörerwunsch, ein Thema eurer Wahl und wir reden eine Stunde lang darüber. Auch über dich, wenn du willst. Also, einfach nur über paypal.me/nosterafutv 20 Euro spenden, in die Spende rein, das Thema eurer Wahl. Und los geht der Spaß. Und so refinanzieren wir unsere Spotify-Scheiße. Egal über was, wir reden über eure Schamhaare, wir reden über YouTuber, wir reden über Herrn Kleine, über was, das Universum, YouTuber? Alles. Moment, apropos. Da hast du aber ein gutes Thema angesprochen. Es gab ein großes, großes YouTube-Thema. Ich weiß, wir haben jetzt hier sehr viel Politik behandelt. Wir müssen auch mal wieder über Gossip reden. Ja. Obwohl, es ist gar nicht Gossip, es ist bestätigte Sache. Ich habe die Überschrift: Mehr Dummheit als in Austin, Texas, gibt es nur bei Austin Jones.
Ist das der Pädophile? Genau. Ah. Wobei, da müsste ich auch immer ein bisschen drauf Acht geben. Pädophil heißt vorm Einsatz der Pubertät. Man muss da differenzieren. Das ist wohl hier nicht der Fall gewesen. Ich glaube, die Jüngste war 13 oder der Jüngste, es war wohl in beide Richtungen. Echt? Okay. Ja, das hat vor einigen Jahren schon angefangen, dass der YouTuber Austin Jones, der hat 500.000 Abos seit seiner Verhaftung, vielleicht ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger, keine Ahnung. Der wurde angeklagt wegen Auffordern seiner Zuschauer, ihm sehr obszöne und sexuell konnotierte und auch explizite Videos zu schicken. So. Und das hat vor ein paar Jahren schon angefangen und dann ist es aber vor einem Jahr, glaube ich, rausgekommen. Jetzt wurde er verurteilt zu 10 Jahren. Das ist richtig fett. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein Exempel irgendwie, was da gestattet wird. Er ist, glaube ich, 25 mittlerweile. Das heißt, mit 35 wird er wahrscheinlich wieder rauskommen. Vielleicht auch früher, weil, keine Ahnung, er wird Geld haben. Das spielt da bestimmt auch eine Rolle. Und ist ganz interessant. Ich habe den Fall ein bisschen verfolgt. Also jetzt aktiv nicht, aber vor einem Jahr, als es dann rauskam, habe ich mir die ganzen Videos angeguckt. Und ich weiß nicht, der Typ ist halt auch einfach dämlich. Ich kenne ihn also, nicht. Ich weiß das ist nicht. Alles Beweismaterial. Der hat den Mädels und Jungs Videos geschickt, wo er so Anweisungen gibt, wie sie twerken sollen. Also er hat so Tutorials gemacht, wie sie twerken sollen für ihn nackt. Schön mit Arsch in Kamera und so. Und das ist so retarded irgendwie. Er hat sich auch echt dumm verhalten offenbar. Ja. Aber er wollte erwischt werden. Na, ich vermute, er hat das ist ja jetzt erstmal nur die Spitze des Eisbergs. Ja, man weiß ja nicht, wie viele da wirklich noch mit drin hängen. Und es kann ja auch sein, dass das Hunderte sind und er sich irgendwann einfach in Sicherheit wägt. So, da wird man dann leichtsinnig. So. Und interessantes Ding, was sagst du zu 10 Jahre Haft? Ja, ich finde es, wie gesagt, richtig fett. Ich finde es schon ein bisschen, also ich fand es krass beim ersten Mal lesen, dass es so viel ist. Aber ich glaube, wie gesagt, dass da so ein bisschen ein Beispiel gebracht wurde, dass man das nicht machen soll und auch, dass es auch berühmte ja auch, YouTuber nicht genau, davon verschont werden. Um dieses große Problem ausnutzen von Ruhm, um kleine Young Impressionable Kids irgendwie auszunutzen und die zu Scheiße zu bewegen. Und du hast recht, man muss ein bisschen differenzieren. Also er hat jetzt nicht irgendwelche 3-jährigen Jungs da irgendwie durch den Busch gezogen. Er hat auch niemanden angefasst oder so. Es gibt halt nur, ich glaube, bestätigte Fälle sind irgendwie 3, 4, 5 so in dem Bereich. Dafür finde ich 10 Jahre auch relativ hart, muss ich sagen. Obwohl ich mega krass finde, was er gemacht hat. Aber so, er hat halt, wie gesagt, nie jemanden angefasst. Ich glaube, es gab ein Szenario, wo die irgendwie zufällig im selben Hotel waren und er hat sie irgendwie abends besucht, aber da ist wohl auch nichts passiert, hat sie selber gesagt und so. Und da glaube ich auch, wie du sagst, dass das so jetzt wirklich mit Nachdruck irgendwie zu zeigen, hier, lasst den Scheiß, fasst die mal nicht an oder lasst mal eure Fans in Ruhe. Ja, offenbar verdirbt es echt so den Charakter, so Fame und Geld, dass du dann auf einmal... Das glaube ich nicht. Ich meine, guck mich an, Beweisstück A. Ich weiß nicht, was du so auf deinem Telefon hast, ja, das will ich gar nicht wissen. Ich zeig's dir nachher mal. Gerne. Ich weiß nicht, also man sieht es ja an so kleinen Fällen wie bei Concrafter, dass der da irgendwie seine Macht ausnutzt, um da mit irgendwelchen Mädels da feiern zu gehen, kostenlos. Das kann eben auch bis dahin führen, dass du irgendwelche hübschen Fans hast und dann halt ihre Titten da sehen willst. So geht's halt weiter. Also da finde ich jetzt per se auch nichts verwerflich dran, muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen. Es ist was anderes, irgendwie sich zu freuen, eine Brust zu sehen oder 13-Jährige aufzufordern, für mich zu twerken. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn es Menschen sind, die erwachsen sind und du mit denen so ein bisschen Sexting machst und sagst, ja hier guck mal, ich habe doch so viele Follower, willst du mir nicht mehr was abgeben so von deinen Brüsten, schick mir doch mal ein Bild. Gib mir mal eine. Aber dass du dann irgendwie so fahrlässig wirst und dann auch 13-jährige Mädchen da anschreibst und es muss dir doch eigentlich in dem Moment klar sein, du bist in der Öffentlichkeit, du musst aufpassen, was du machst. Ja. Habe ich auch gemacht. Das ist halt auch das Risiko nicht wert, so finde ich. Weiß nicht. Also selbst wenn das alles gut geht oder so, müsste man doch dann irgendwie jeden Tag mit der Angst leben, was, wenn das doch rauskommt. Und das ist es doch nicht wert, Alter. Keine Ahnung. Ja, das kann führen wie bei Michael Austin Jackson. Austin Jones, dann geh doch, weiß ich nicht, direkt jemanden vergewaltigen. Das sagst da mir hast halt du wenigstens was davon. Das sagst du mir bei... Aber ja, es stimmt. Aber das fragt man sich bei Michael Jackson ja auch, dass er ja auch jahrelang diese Kinder missbraucht hat. Und er muss ja auch gedacht haben, Alter, Falter, ich bin der berühmteste Popstar der Welt. Ja. Und die Kinder werden ja auch mal erwachsen werden und werden davon berichten, dass ihm das nicht irgendwie egal war, ich glaub, wenn er sie missbraucht hat. Ich glaube, wenn du Michael Jackson bist, da ist dir alles egal. Der ist wirklich... Also Michael Jackson ist, glaube ich, vielleicht die einzige Person, die bekannt ist als Hitler oder so. Also ich glaube, das ist so das heilige Triumvirat. Hitler, Jesus und Michael Jackson. Geiles Tourplakat, oder? Michael Jackson, bekannter als Hitler. Ja. Heute in London. Also, oder in Polen. Interessantes Thema, spannendes Thema. Ja. Man wird jetzt wahrscheinlich von ihm erstmal nichts weiter hören. Für mich ist spannend, was passiert mit dem YouTube-Kanal. Ich glaube, den gibt's noch.
Der wurde noch nicht geschlossen. Aber eigentlich ist auch hier wieder Kunst und Künstler trennen, finde ich, angebracht. Weil der hat Musik gemacht, die wahrscheinlich weiterhin, also mein Geschmack nicht ist, aber wahrscheinlich gut. So A Cappella-Songs und so hat er gemacht. Wie bei Hitler, war er nicht nur ein scheiß Diktator, war er auch noch ein scheiß Künstler. Das hatten wir erst. Ja, ich weiß. Der ist nicht scheiße, der war einfach nur nichts Besonderes. Ja, eben, es war langweilig. Ja. Googelt mal Hitler. Aber Hitler konnte besser malen als ich. Ich gebe es jetzt gerne zu. Ja, technisch, aber da ist einfach keine Seele drin gewesen. Naja, gut, um das Thema abzuschließen und vielleicht auch den Bogen zu spannen zum ersten Thema, ein kleiner Pro-Tipp von mir. Impft eure Kinder nicht, liebe Leute, denn dann können sie nicht von Austin Jones vergewaltigt werden. So ist es. Nur die Kinder, die ihr behalten wollt. Sie werden nämlich nicht alt genug, um in sein Beuteschema reinzupassen. Nur die Kinder, die ihr behalten wollt, müsst ihr impfen. Ja. Nicht alle. Das ist ja eh so. Jeder streitet es immer ab, man hat halt Lieblingskinder. So. Ja, garantiert. Man hat Lieblingskinder. Das habe ich auch in der Schule gemerkt. Die Lehrer sagen es immer, die Eltern sagen es immer. Nee, oh, ich habe alle meine Kinder gleich lieb. Es ist doch Bullshit. Ja. Wissen wir doch alle. Und deswegen, vielleicht könnt ihr auch was hier für die Gesellschaft tun. Wenn ihr merkt, eure Kinder, naja, der kleine Kevin, der bringt es nicht so ganz. Der ist ein bisschen langsam. Da lasst mal die Impfung jetzt einfach mal weg. Das Problem mal löst gucken, sich in ein paar Jahren von alleine. Genau. So, und wenn ihr merkt, okay, da ist die kleine vierjährige Luisa, die redet schon sehr, sehr wirklich eloquent, der gibt da mal bitte eine Impfung von mir aus. Und so können wir auch was beisteuern, dass die Gesellschaft älter wird wieder, jünger wird wieder. Scheiße. Älter bitte nicht. Und auch hier können wir vielleicht einen Bogen zu den besorgten Bürgern spannen, die ja denken oder befürchten, dass wir komplett islamisiert werden. Der Punkt ist, wenn die Moslems hierher kommen, ganz viele Kinder kriegen und die alle impfen, dann werden die alle älter und kriegen auch neue Kinder. Wenn wir Deutschen aber nicht impfen, ne? Oder wir Urdeutschen, das habe ich auch schon mich dieses Wort, dieses, Biodeutsch. Sprachschatzes betätigt. Wenn wir nicht impfen und unser Nachwuchs stirbt, na dann sind wir in einer Generation hier Islam 2. Ich kann es morgen schon in der Zeitung lesen, irgendwie. Bernd Höcke fordert Impfverbot für Moslems. Ja. Kann ich auch schon lesen. Ach so, ein was wollte ich noch kurz, das muss Erwähnung finden, denn die Kommentare zu Austin Jones. Ja. Ich hatte es dir ja so privat schon gesagt, diese Doppelmoral von Vergewaltigung an sich ist voll was Böses, aber wenn der jetzt in den Knast kommt, dann möchte ich, dass der vergewaltigt wird. Ja, genau. Ich finde das so dämlich. Schwanz abschneiden, Stück für Stück. Und auch da habe ich gesagt, im Idealfall sollte unser Rechtsstaat ja so sein, dass eine Person etwas tut, dafür eine Strafe bekommt und wenn diese Strafe abgesessen ist, sollte sie rehabilitiert sein, genau. Im besten Fall. Das ist die Idee. Resozialisierung. Resozialisiert. Ja. Und wenn die Strafe heißt, der geht jetzt 10 Jahre in den Knast, dann kann die Strafe nicht heißen, der wütende Mob kommt und sagt, schneid im Schwanz ab, vergewaltige den, juhu, Vergewaltigung ist so tolli, haha. Also, ich weiß nicht, ihr könnt das nicht drehen, wie ihr wollt, meiner Meinung nach. Dann ist Vergewaltigung halt, dann darf man doch Vergewaltigungswitze machen. Entschuldige mal, ja? Keine Frage. Liebes Instagram, das geht an dich. Ich wollte eine Werbung schalten für unseren Brennpunkt Internet. 3-mal mittlerweile. Jedes Mal abgelehnt, weil wir zu hart sind. Pff, sind wir zu hart, bist du zu schwach. Das sagen die zu Austin Jones im Knast. Ich denke auch. Ja. Liebe Grüße gehen raus. Also, kommen wir zu deinem kommen wir zu deinem vorhin angesprochenen Thema endlich. Da, wo ich ganz gerne einkaufen gehe. Der Edeka-Boykott. Edeka wird boykottiert. Ja. Warum denn das, Tino? Hat das was mit dem heutigen Tage zu tun, dem Muttertag? Ein bisschen vielleicht, ein bisschen. Sie haben einen sehr provokanten Spot gedreht, der Väter... Ja, Feta-Käse? Der Feta-Käse diskreditiert. Ja. Und nein, es geht darum, dass das Feta einfach zu nichts zu gebrauchen sind. Also ich glaube, die Aussage aus diesem Video ist, scheiß auf Feta, Mütter sind geiler und Feta können nichts. Es ist natürlich bewusste, absichtliche Provokation, wie der Drachenlord schon zu sagen pflegte. Und ich breche es mal kurz runter. Es geht 1:13 oder so und man sieht Kinder, die mit ihren Vätern interagieren und eine Stimme aus dem Off sagt, danke, dass du XYZ bist, immer wieder so. Zum Beispiel, die zeigen immer das gegenteilige Bild. Genau, halt davon. Das heißt zum Beispiel, danke, dass du so gut aussiehst oder so und dann sieht man eine Tochter, eine Teenager-Tochter, wo der haarige Mann mit Bauarbeiter-Dekolleté als Vater im Hintergrund zu sehen ist oder danke, dass du immer so auf mich aufpasst und dann kriegt sie vom Vater einen Fußball in die Fresse und so. Und am Ende sagt die Stimme aus dem Off, danke Mama, dass du nicht Papa bist. Ja. Und das Internet stand in Flammen, verdammte Scheiße. Auf Platz 1 der Hashtags in Deutschland auf Twitter, Hashtag Edeka-Boykott.
So, und jetzt kommst du, Tilo. Ich hatte den Spot auch nur einmal gesehen, als du ihn mir geschickt hast. Und ich war tatsächlich sprachlos, was ich selten bin, außer wenn ich von rechten Meinungsbloggern interviewt werde. Ich fand's echt scheiße. So den Spot, ich fand den echt nicht gut, weil er wirklich sehr aggressiv ist und sehr konkret auf Väter eingeht und auf, also sie herabwürdigt. Aber da hast du ja gesagt, das wäre eine bewusste Provokation, wie bei Rammstein. Für mich kam sehr viel Ähnlichkeit. Da habe ich drüber nachgedacht und ich dachte, nein, Bullshit. Ich dachte tatsächlich, nee, das ist einfach nur ein dummer Werbespot, der völlig in die Hose ging und der auch nach hinten losgegangen ist. Ja, und okay, Rammstein also, hat wenigstens eine Aussage. Sie sagen ja wirklich was aus, aber das tut ja der Edeka-Spot nicht. Okay, das mag sein. Das mag absolut sein. Künstlerischer, also ist mir schon klar, dass Rammstein und Musik an sich einen höheren künstlerischen Anspruch hat als eine Werbung für irgendeinen Supermarkt, der mir eigentlich auch scheißegal ist. So. Hm. Ja. Es ging auch gar nicht um die Aussage, aber es ist schön, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, ist ja sonst langweilig. Ja. Es ging einfach nur alleine um den Gedanken, wir machen jetzt etwas, und das meine ich mit Rammstein, der Teaser. Wir zeigen jetzt hier da die Juden aus diesem 7 Minuten langen Video, diesen 10 Sekunden Juden-Ausschnitt. Und da bei Edeka war es genau das Gleiche, dass man bewusst sich garantiert dachte, okay, wir machen jetzt was, wo wir genau wissen, die Empörungskultur auf Twitter wird darauf aufspringen. Und das wussten Rammstein auch, da bin ich davon überzeugt, das wussten beide. Und das ist für mich das, wo es sich überschneidet. Und bei beiden hätte es keinen Skandal gegeben, wenn sich einfach keiner drüber aufgeregt hätte. So. Mhm. Wenn man einfach diesen Werbespot ignoriert, dann erfüllt man nicht das Ziel, was der Werbespot als Ziel hat, nämlich dass Edeka in aller Munde ist. Da ist es auch erstmal relativ egal, ob dann Leute sagen, ich boykottiere, weil in 2 Wochen, wenn die bisher zu Edeka gegangen sind, sind die das aus einem Grund. Entweder die Preise oder weil es am nächsten ist. Mhm. So. Die werden aus ihrer Gemütlichkeit nach 2 Wochen nicht wegen irgendeinem Werbeclip irgendwie einen riesen Umweg laufen, um zu einem anderen Supermarkt zu gehen. Und deswegen ist es erstmal egal, wenn da irgendwie 20 Hanseln sagen, ich gehe da jetzt wirklich nicht mehr hin, glaube ich. Und deswegen ist meiner Meinung nach der Edeka-Plan voll aufgegangen. Hm. Die wollten nicht mehr aus. Ich glaube nicht, dass sie wirklich die Agenda hatten, Männer zu haten, so, sondern einfach nur, sie wussten, das würde gut ankommen im Sinne von Shitstorm. Muss natürlich auch sagen, wo ich völlig bei dir bin, das geht eigentlich gar nicht so, weil wenn man es umdreht und den gleichen Werbespot gemacht hätte mit Frauen, so, dann. Das also ist das Nächste, ja. Dann hätte es nämlich die große Gegenbewegung wahrscheinlich gar nicht gegeben, wo es dann heißt, könnt ihr keinen Witz vortragen und so. Mhm. Und das gab es natürlich auch. Es haben sich nicht alle aufgeregt. Ich glaube, die Bewertungen sind irgendwie so 5-1 oder 4-1 oder so. Also es gibt auch Leute, die den gut finden, den Spot, und sagen, hier könnt ihr keinen Witz vortragen. Wo wir auch uns einreihen müssen, wir machen ja auch mal hier derbe Witze. Ja? Also ich nicht. Du gar nicht. Nein. Und da muss man schon sagen, ja, Witze verstehen, klar, aber es ist auch nochmal natürlich was anderes, wenn da so eine große, so ein Corporate-Scheißapparat hinten dran steht und der für irgendwas steht. Ja, ist was anderes, als wenn eine Privatperson einen Witz macht. Das ist auch der Unterschied. Du machst doch, wenn man sagt, ihr müsst doch Satire verstehen und auch so ein bisschen auch diesen Witz verstehen, das ist die eine Sache. Es ist ja auch nicht wirklich Satire, nee, oder? Nee, das nicht, aber jetzt, wenn du jetzt nach einer Pointe suchst, so, wir haben doch eigentlich eine ganz andere Aussage, wenn das Edeka sagen will. Die fehlt halt völlig. Und ich finde, bei Provokationen, wenn die gut sein soll, okay, die Provokation an sich war gut von Edeka. Also sie hat funktioniert. Ob sie gut war, da kann man richtig auch drüber streiten. Naja, aber der Werbeeffekt war da. Ja. Alle reden darüber. Aber was ist denn die Kernaussage der Provokation? Es gibt so viele Provokationen von Böhmermann, ja, dieses Erdogan-Gedicht, Rammstein, Deutschland, das waren alles Provokationen, die aber eine Aussage hatten und die was bewirken sollten. Aber ich suche halt die Aussage von diesem Edeka-Spot. Die gibt es nicht. Ich muss es auch nochmal wahrscheinlich deutlich sagen, ich fand ihn jetzt auch nicht gut. Ja. Ich hätte ihn nur einfach am liebsten von allen ignoriert gesehen. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Nee, finde ich halt nicht. Also ich finde, es gibt ja auch berechtigte Shitstorms so. Und auch der gegen mich war so ein bisschen berechtigt. Und ich finde eben. Shitstorm, die Folge heute. Und man muss halt manchmal Unternehmen oder auch Künstlern und Leuten auch mal klar machen, okay. Grenzen zeigen. Was er gerade macht, so, das finde ich halt nicht geil. Nicht unbedingt Grenzen zeigen. Also ich finde jetzt, Grenzen gibt's nicht. Aber irgendwie. Manchmal gibt es einfach Sachen, die falsch rüberkommen und das auch irgendwie mit einer Klarheit. Ich finde, man kann diesen Spot auch nicht auf einer positiven Weise verstehen, finde ich zumindest. Bis zu diesem Endsatz, wo dann dieses Mädchen sagt,
Mama, danke, dass du nicht Papa bist, dachte ich zuerst, okay, es geht darum zu zeigen, dass Väter auch Fehler machen, dass man ihnen aber trotzdem Dankbarkeit entgegenbringen muss. Hm. Da dachte ich noch, okay, das ist interessant, sehr provokativ, aber da verstehe ich die Aussage. Und nach diesem Satz, dass diese Worte an die Mutter gerichtet waren und dass es echt nur Father-Shaming ist und nur Vater-Hate ist, da dachte ich mir, nö. Jetzt hat es alles ruiniert, mit dem Arsch wieder eingerissen. Und das schreibt es uns, Leute. Schreibt es in die Kommentare oder sonst wohin. Oder auch ein Popo. Aber ich will wissen, was ihr daran seht in diesem Spot. Was ist die Aussage von Edeka? Was wollen die erreichen, außer von allen im Mund? Du meinst eine gewisse Metaebene oder ein gewisser, ja, was man zwischen den Zeilen lesen soll. Ja, es vielleicht. Gibt ja eigentlich keinen zwischen den Zeilen, wie du sagst. Das stimmt ja. Und da kommen wir auch für mich zur größten Sünde. Das ist einfach nicht witzig, so, weil es, also für mich war es erstens super vorhersehbar und zweitens ist die Punchline jetzt ja irgendwie nicht, aber das überrascht mich, das ist ja jetzt super lustig oder so und deswegen fand ich es schlecht. Und was ich auch dazu sagen muss, warum ich es einfach unpassend finde, weil der ganze Clip, der hat überhaupt keinen Bezug zu Edeka. Da geht es halt nicht um das, was Edeka macht. Edeka hat nicht besonderen Bezug zu Müttern, zu Vätern. Die haben halt Bezug zu Essen zum Beispiel. Die wollen, dass du einkaufst bei denen. Ja, das eben. Ist das, Muttertagsgeschenk, so eine Schokoladenpraline. Ja, oder aber haben die sonntags auf? Edeka? Nee, du bist ja vorher in den Laden. Ja, dumm. Also gestern quasi. Also ich fand es einfach ein bisschen, es hat irgendwie nicht reingepasst einfach. Das ist halt so, ich nehme mir jetzt irgendwas und fropfe mir das als Company irgendwie auf. Das ist doch scheiße, das ist einfach, das ist langweilig, das ist dumm. Machen die ja öfter, Edeka, ne, solche provokanten Spots. Und ich weiß nicht, es geht immer nach hinten los. Also die sollten sich mal neue Leute suchen, uns zum Beispiel. Ja. Wir schreiben euch ein super Werbekonzept. Aber das war teuer. Naja, also schreibt uns gerne eure Meinung oder einen hasserfüllten Leserbrief bei Radio Lotte einfach zum einwerfen. Beispiel. Ist ein interessantes Thema. Ich verstehe es nicht, ich würde es gern verstehen. Okay. Meine Güte, jetzt haben wir nur noch 10 Minuten. Es sind noch viele Sachen diese Woche passiert eigentlich. Ich habe noch eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Ja. Die wollte ich vor 5 Wochen schon ansprechen. Und inzwischen ist es eigentlich gar nicht mehr notwendig. Und zwar Gewitter im Kopf, der Kanal. Hast du den schon mal gesehen? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Was ist das? Das sind so 2 Jungs und eine von denen hat Tourette. Ach so, und, ja, das war das. Die versuchen so ein bisschen diese Krankheit oder dieses Syndrom in das Bewusstsein der Menschen zu bringen und filmen halt die ganze Zeit, sie kochen zusammen und sie gehen einkaufen und gehen in den Zoo und gucken halt, wie die Menschen reagieren, wenn dieser Jan heißt er, glaube ich, solche Ticks hat und was so passiert eigentlich und dass sich Tourette auch vielseitig äußern kann und auch seine Erfahrungsberichte, wie ist es, wenn er Pimmel-Eis. Zum Beispiel Katzenfleisch, sagt er ganz oft, oder Bombe. Und das selbst, darauf bin ich gar nicht gekommen, wenn er fliegen will in Urlaub, also wenn er am Flughafen ist, dann ruft er halt Sachen wie Allahu Akbar. Und das wird dann immer getriggert. Und er muss halt echt vorher bei Flughäfen anrufen und Bescheid geben, dass er an dem Tag kommt und dass er kein Terrorist ist. So. Das große Problem ist ja wahrscheinlich eher die anderen Leute, die da rumstehen und nicht, dass der Flughafen Bescheid weiß, oder? Die kriegen ja dann Angst. Ja, aber trotzdem, wenn die halt hören, also oh, ja, Allahu Akbar. Ja, verstehe ich schon, dass da nicht irgendwie auch Einsatz direkt passiert, aber trotzdem. Und ganz, ganz viele Sachen so, auf die man gar nicht gekommen wäre. Und ich würde den Kanal sehr gerne empfehlen. Und die haben aber jetzt innerhalb von 3 Monaten schon fast 1 Million Abonnenten. Also krass. Das ging sehr schnell. Und die finde ich halt sehr gut. Okay. Würde also auch mal eine ehrliche Empfehlung hier ausgesprochen. Eine sehr ehrliche, tatsächlich. Oh, ist das schön. Weißt du, was wir auch überhaupt nicht erwähnt haben im letzten, nämlich, das ist uns dann hinterher erst eingefallen, Chewbacca ist tot. Stimmt, das war's, ne? Das war's. Und ich dachte erst, Chewbacca wäre dieser Chapa, der hat, ich hab mich verwechselt irgendwie. Diese Wurst, die hinterher künstlich eingefügt wurde. Genau. In diese tausendfach geänderte Abwandlung von Star Wars. Ja, Chewbacca, ein Held eurer Kindheit, wahrscheinlich, denn die Zuhörer, die hier gerade zuhören, sind ja alle 80. Peter Mayhew ist gestorben, er war 2,18 Meter, war prädestiniert dafür, in dieses Chewbacca-Kostüm zu schlüpfen. Mhm. Und eigentlich war es ganz schön, dass er nochmal einen Abschied hatte. Die haben nämlich jetzt den Trailer gezeigt für den neuen Film, vor 2 Wochen mittlerweile. Und obwohl er selber dann nicht mehr Chewbacca spielt, war er mit auf der Bühne. Also quasi kurz vor seinem Tod nochmal alle gesehen sozusagen. Ja. Ja. Man hat auch schon gesehen, der ist mit Krücke rumgelaufen und so. Aber ist ja schön. Aber hat er denn wirklich auch irgendwie gespielt? Also ich kenne nur diese Ausschnitte, dieses, also in den, dass er immer so macht. Macht er auch was anderes noch in dem Film? Ja, der bewegt sich und so. Aber er spricht nicht. Er kann ja nicht sprechen, er macht nur. Okay. Ich habe, wie gesagt, nur einen Star Wars Film gesehen
Und es war ein neuerer, den ich auch scheiße fand. Das war mit Spock, der, ne? Genau, wo Spock gestorben ist am Ende. Ja, ja, also Deep Respect, das ist auch ein Held meiner Kindheit, muss man sagen. Chewbacca fand ich immer cool. Und ja, passiert. Er war ein alter Mann. Also, die sterben jetzt alle, ne? Diese, ich glaube, Layla ist schon gestorben. Layla, ja. Die von dem Podcast Besser als Sex. Genau, ja. Die ist das. Layla Lowfire ist jetzt leider gestorben. Sorry, dass ihr es hier erfahren müsst. Die kenne ich nicht, meine aber gute ja. Freundin Ines ist auch völlig zerrüttet. Sie ist beim Nahverkehr umgekommen. Ist das nicht der Podcast, die sich über ihre Männergeschichten austauschen, genau, wo dann die eine gesagt hat, dass sie Männer mit kleinen Pimmeln nicht leiden kann? Ja, oder so? Das war übrigens Layla. Sehr, sehr sympathisch. Weißt du, Warum ist das so ein Thema für dich? Es ist immer sofort Frauenshaming, wenn man sagt, oh, ich brauche Möpse. Aber wenn die jetzt sagen, oh, kleine Pimmel, nee, die fasse ich gar nicht erst an. Dann, oh ja, oh, tolle Frau, feministisch. Ja, ist ja auch ein bisschen provokativ. Ja. Wie gesagt, Ines ist eine Freundin von mir, die ist halt so. Ja, ach, die kennst du die eine auch noch? Ja, ja. Die ist auch voll cool, also die ist halt, kennst du Tina? Grüße gehen raus an Tina an dieser Stelle. Die sind sich ein bisschen keine ähnlich. Ahnung. Okay, ich dachte, die kennst du. Ja, finde ich ganz angenehm eigentlich. Aber klar, das ist ja auch ein bisschen, und ich finde es auch völlig okay, wenn man sagt, bestimmte Sachen sagen mir nicht zu oder finde ich nicht ästhetisch oder was auch immer. Wie gesagt, wenn Frauen sagen können, Männer müssen 1,80 sein, kann ich auch sagen, Frauen für mich sollten nicht über 80 sein, Kilogramm. Da ist halt der Unterschied, ja. Man sagt ja auch immer, wie jetzt bei Tinder zum Beispiel, sieht man ja öfter mal, also ich bin ja kein Tinder-Mensch, ja. Ich habe gar nicht nötig. Haben ja Frauen oftmals stehen, wenn ihr U1,80 oder unter 1,80 seid, dann swipe gar nicht erst nach rechts. Das ist halt auch so vermessen. Aber wenn du als Mann schreibst, bitte nicht über 60 Kilo. So, ich möchte bitte nicht, Jabba the Hutt daten. Genau, zum Beispiel. Dann kommt kein Verständnis. Es wird mit zweierlei Maß gemessen, sage ich dir. Ja, das stimmt aber. Das stimmt wirklich. Ich wollte noch eine andere Sache hier loswerden. Die habe ich dir kurz geschickt. Wir haben jetzt noch 4 Minuten. Die habe ich dir geschickt. Also, Moment. Ägypten dachte, dass ein italienischer Student ein britischer Spion war. Ach, der wurde gefoltert, und hat, ne? Er hat ihn gefoltert und getötet. Ja. Und das habe ich in der Japan Times gelesen. Und dann muss ich sofort an Super Mario denken, der ja auch ein englisch sprechender, italienischer, von Japanern entwickelter Klempner ist. Das war so absurd für mich. Aber die News an sich ist natürlich auch total bitter. Was ist denn in Ägypten los, Alter? Kriegt doch mal euren Shit together. Und Leute am Empfangsbolzen, in Ägypten haben die gerade andere Sorgen, als ihre Leute zu impfen. Die haben wirkliche Probleme. Also impft eure scheiß Kinder. Oder beschäftigt euch zumindest mal mit Argumenten. Aber war das dafür. Die Regierung oder waren das irgendwelche Leute? Nee, das war schon die Regierung, ja. In Ägypten ist gerade auch mal wieder die Kacke am Dampfen. Mensch, Ägypten. Früher waren die so cool, ja, mit ihren Pyramiden und ja, aber mit dem was hat denn Ägypten Tanz. Gerissen in den letzten 2000 Jahren? Nichts. Mm-mm. Außer vielleicht Jungfernhäutchen von 13-Jährigen oder sowas. Nichts. Nicht viel, nee. Ägypten ist auch so ein absteigendes Land irgendwie. Ja. Enttäuschend. Das Land der untergehenden Sonne. Ja, inzwischen ja. Gut. Wie war die Woche? Ich muss noch eine Minute reinschieben, ohne Spaß. Ich spreche eine kleine Empfehlung aus. Es gibt The Walking Dead, kennt man ja so als Serie. Hat eine Ablegerserie, Fear the Walking Dead. Die hatte erste Staffel war okay, zweite war okay, dritte war richtig geil. Und die vierte war richtig scheiße, denn da ist der Regisseur, der vorher auch die Originalserie verkackt hat, rübergewechselt. Hat die dann völlig verkackt, weil der einfach keine Ahnung hat. Die Originalserie macht jetzt seit der letzten Staffel Angela Kang. Eine geile Regisseurin, die macht das richtig gut. Aber der andere wurde jetzt abgezogen zu dieser Unterserie und die ist jetzt so scheiße. Die hat jetzt einen neuen Trailer bekommen für Staffel 5, die auch von dem Typen gemacht wird. Und dieser Trailer ist so scheiße, ja, das ist so richtig komplett überzogen. Und ich möchte eine Empfehlung für diese Serie aussprechen, denn ich habe noch nie erlebt, wie viel Spaß es machen kann, eine Serie aus Hass zu schauen. Einfach nur, um diese Serie zu gucken und hinterher in die Foren zu gehen und sich darüber zu beömmeln, wie die Leute die von hinten bis vorne auseinandernehmen und jede einzelne dumme Entscheidung richtig schön ins Lächerliche ziehen. Ich schaue prinzipiell jeden Film und jede Serie nur aus Hass und ironisch. Auch Pornos gucke ich nur ironisch, weil ich mich schäme dafür, dass es sowas gibt. Ich gucke Pornos auch aus Hass, aber aus Hass auf Frauen. Ach so, ich dachte selbst Hass. Nee. Also, diese Woche war ganz schön hart. Ich fand schon. Es gab 4 große Themen. Ja. Es war natürlich jetzt wieder mal kein Anschlag dabei, leider. Nee, aber es braucht eine Woche auch nicht immer. Also ich habe jetzt festgestellt, eine Woche kommt ohne Anschlag ganz gut aus. So. Mein privater Shitstorm, der ist ähnlich wie Sri Lanka. Also emotional bin ich da mehr investiert. Ist so. Also für mich persönlich war es schon irgendwie an der 10 nah dran, muss ich sagen.
weil ich gemerkt habe, so als Person des öffentlichen Lebens ist man schon, muss man aufpassen, was man sagt. Ist ein großer Spaß. Ich persönlich, ja. Ich sage immer wieder, ich gehe darin auf. Also ich hätte mich gefreut, wenn diese Hasskommentare gegen mich gerichtet wären. Ich hätte sofort ein Video gemacht, um die zu zerpflücken. Ja. Aber das ist vielleicht bei dir ein bisschen anders. Ich hatte ja damals 2013 das Vergnügen, dass alle auf meine Person sich eingeschossen haben. Und ja, es ist natürlich auf Dauer etwas nervig, das wirst du nicht haben, dass sich das über Jahre zieht. Das wird in einer Woche vergessen sein. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, das wird vergessen sein. Aber okay, drop deine Zahl. Also für mich, ich bin egoistisch, ich sag, es ist eine 9. Oh, fuck. Für mich persönlich war es echt eine krasse Woche und es ist ja auch viel passiert. Dann noch der Sea-Watch-Spot von Die Partei und so. Sollte erst nicht gesendet genau, werden. Genau, es ist viel passiert. Eine Person ertrinkt, ProSieben fand das irgendwie nicht gut, die Wahrheit zu zeigen. Und genau, ProSieben. Haben sich dann. Nein, ZDF. Ich komme nicht auf ProSieben. ZDF war übrigens auch in der Schillerschule Weimar. Wenn euch das interessiert, schaut mal auf deren Website, ist auch ganz spannend. Ja, komm. Ich würde das aber ein bisschen runtergehen, weil ich nicht betroffen bin. Und also wir hatten bis jetzt nie mehr als 8,5, deswegen würde ich auch hier 8,5 nur sagen. Okay. Weil es wäre echt ein bisschen hart, wenn wir Christchurch und Sri Lanka unter diese Scheiße hier setzen. So sehr wie ich gelitten habe, ja? Ja. Sollen die aus Sri Lanka erstmal nachmachen? Das ist ein wunderschönes Schlusswort, was man vielleicht von der lauten Musik im Hintergrund lieber übertönen sollte. Ja. Aber egal, es war ein großer Spaß mit euch, liebe Leute. Wir sehen uns, hören uns, riechen uns, kauft uns. Tschüss.